Herzlich willkommen zur Fortsetzung und zum Sonntag. Wir haben hier Ruth McDonald, Kelly, Toblonski und Young mit ihren ersten Primärwaffen. Ausrüstungsgegenstände freigeben, Rüstung freigeben, ich weiß nicht. Ich starte jetzt einfach mal. Ich muss das Ganze hier ohnehin noch ein bisschen kennenlernen und neue Waffen wollen entwickelt werden. Beziehungsweise erforscht zuvor natürlich. Schauen wir mal. Ich weiß noch nicht so genau. Aber es richtet sich alles ganz, ganz schwer an XCOM Enemy Unknown. Somit ist mir das nicht allzu fremd. Diese Menschen haben alles geopfert, um uns diese Chance zu ermöglichen. Wir müssen diesen Wandler um jeden Preis bergen. Tipp, Lockefeinde in deinen Hinterhand, in einen Hinterhalt, in dem du mehrere XCOM-Einheiten in den Feuerschutz versetzt. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, kennen wir ja. Die Wache, du gibst einen Aktionspunkt und einen zweiten Aktionspunkt rastest du, beziehungsweise, ja, oh, es geht los. Gehst du dann in Deckung, ziehst den Kopf ein und schießt, sobald dir irgendwas in... ja, zu nahe kommt. Also, es geht los. So, ich geh meinen Spaß haben. Ach du Scheiße. Als wäre es im Kampf beschädigt worden. Die Energiewerte spielen verrückt. Uns bleibt wohl nicht viel Zeit, bevor es explodiert. Das heißt, stabilisiere den Advent-Energiewandler. Stabilisierung des Dings. Aber dafür müssen wir nahe genug ran, um auf seinen Kern zugreifen zu können. Bleiben Sie im Schatten, bis wir die Lage geklärt haben. Okay, das wird alles andere als einfach werden. Neutralisiere alle feindlichen Einheiten ist eines unserer Ziele. Aber hauptsächlich sollen wir den Advent-Energiewandler stabilisieren. Ich weiß wirklich noch nicht um die Möglichkeiten, sage ich jetzt mal. Da muss ich mich erstmal noch drauf einlassen. Wir gehen jetzt erstmal in Deckung. Verstanden. Das, was sich hier gerade so anbietet. Noch sind wir ja im Verborgenen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, wie üblich, man weiß, wo wir sind. Oh, okay. Vorstellen, die gelten jetzt hier. Das war bei XCOM Enemy Unknown nicht so bedenklich, aber tatsächlich, die Vorstellen hier, die sind wirklich gefährlich. Okay, gut zu wissen. So, wir rücken vor. Verstanden, bin unterwegs. Ist nichts zu sehen. Wir gehen auf Feuerschutz. Das ist so mein Tick bei dem Ganzen hier. Das war mein Tick schon bei XCOM Enemy Unknown. Ich bin ein sehr, sehr, sehr vorsichtiger Mensch und deswegen, wenn ich nicht schießen kann, dann gehe ich halt einfach in Feuerbereitschaft. So, auch bei dem hier. Bei dem hier, ja, da ist eine gute Frage. Ich schick... Okay, alles klar. Gut, dann gehst auch du in Feuerbereitschaft und wir sehen mal ab, was die Aliens machen. Nicht sonderlich viel. Nichts, was mir weh tut. Wir müssen auf jeden Fall nach hier vorne. Hier vorne stehen jetzt immer noch Wache. Zumindest mal die zwei, die wir sehen. Dann will ich mich mal hier vorbemühen. Die Advent-Offiziere scheinen fähiger als die normalen Fußtruppen zu sein. Wir wissen aber nicht, ob es an der Ausbildung oder der Gedankenkontrolle liegt. Commander, wir haben die Chance, Ihnen richtig weh zu tun. Stellen Sie sicher, dass wir unseren Vorteil optimal nutzen, bevor Sie den Kampf eröffnen. Bevor du durch eine offensive Handlung die Tarnung aufgibst, solltest du vielleicht Truppenmitglieder auf Feuerschutzposition bringen, um einen tödlichen Hinterhalt sofort zu bereiten. Ja, das ist sicherlich eine Möglichkeit. Mit 65% ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Jetzt könnten wir natürlich hergehen und könnten uns an die Flanke begeben. Er sieht nur nichts. Halte die Augen offen. Hier könnte ich an die Flanke gehen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Mir entgeht nichts. Oh,
und mit ihm, ihr, Chi Hi Yang, das klingt nach einem Männernamen, würde ich sagen, gehen wir mal auf die Seite des Fahrzeugs. Das Wracks kann, denke ich mal, nicht mehr explodieren. Gebe Feuerschutz. Jetzt ist echt die Frage, schieße ich mit ihm? Ja, ich würde sagen, ja, ne? Weg damit! Das war's für dich. So, Beförderung für einen unserer Soldaten habe ich gerade eben gesehen. Oh shit, ein Commander. 5 Schaden haben wir verursacht, er lebt halt noch. Da er 6 Leben hatte, ne? 2, 4, 5, 6, jawohl, perfekt, passt. Okay, das wird unlustig, oder? Wer weiß, wie wir dieses Problem lösen? Nahkampf, Ranger verfügen über einzigartige Ausrüstung für den Nahkampf. In der richtigen Situation können sie extrem effektiv sein. Bin ich jetzt dran? Dankeschön. Ranger können ihre Nahkampfangriffe auflösen, indem sie einfach mit dem Bewegungssensor auf einen Feind zeigen und die gewünschte Angriffsrichtung wählen. Aha. Ja, aber ganz ehrlich, den kann ich doch auch umnieten. Gute Frage. Ich bin es. Und Welt. Feind ausgeschaltet. Gut, ja, so muss es sein. So, wir rücken weiter vor. Und zwar haben wir hier unsere Position, zu der wir hin müssen. Ich gehe jetzt mal hier hin. Fürs Erste. Bestätigt. Wir dürfen es nicht übertreiben. Oder ich übertreibe es generell eigentlich nicht. So, nächste Deckungsposition. Okay, nichts zu sehen. Was mache ich mit dir? An die Flanke. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Okay, gut. Alles klar, alles klar. Keine große Bewegung der Aliens. Das heißt, für mich, ich mache es mir mal ein bisschen bequem. Ich rücke auf dem aus. LKW hier. Das Ziel ist hier. War klar. Okay, Sie sollten die Sicherheitsprotokolle dieses Dings hacken können, um es zu stabilisieren. Shen lädt gerade den Code hoch. Okay. Na toll, die haben mich auch gesehen. Sie bilden den Großteil der Advent-Truppen, mit denen wir zu tun haben. Sie sind diszipliniert und gut ausgerüstet, aber ihr Gehorsam macht sie berechenbar. Okay. Ja gut, dann pass auf, was machen wir? Wir könnten uns hierhin bewegen. Das ist... das ist schwierig. Die sind da hinten. Mit ihm könnten wir uns dahin bewegen. Warum ausgerechnet dieses Feld tatsächlich für einen zweiten Aktionspunkt gilt, weiß ich nicht. Bewege mich zum Ziel. Klingt so ein bisschen scheiße, ehrlich gesagt. Ich sehe halt nichts, nicht? Von da aus, von daher, ja. Aber gut, versuchen wir es. So, er sieht ihn. Und er sieht ihn. Das ist ein deutlicher, Unterschied von der Trefferchance. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen erstmal hier auf die bessere Wahrscheinlichkeit. Weg damit. Feind eliminiert. Beförderung verdient. Da wird es nachher wieder spaßig, wenn der Einsatz beendet ist. Fürs Erste haben wir allerdings ein Problem. Und zwar Deckung zu finden und anschließend immer noch schießen zu können. Es ist unangenehm. Deswegen würde ich sagen, wir gehen fast schon hier auf diesen LKW hier hoch. Von hier aus sieht er halt immer noch nichts, aber er hat immerhin Deckung. Deswegen würde ich sagen, bleibe mal hier. Bestätigt, Überwachung läuft. Moment mal ganz kurz. Advent-Offizier. Trefferchance 16%. Das ist halt. Achso, Moment, warte mal.
Wir bleiben hier, würde ich sagen, ne? Eine Granate werfen will ich, glaube ich, nicht. Deswegen würde ich sagen, wir könnten es versuchen. Ganz ehrlich, wir könnten es versuchen. Um 60%. Ja. Kann es eigentlich fast nur daneben gehen. Fehlschuss! Hoher Munitionsverbrauch! Es wird Zeit, sie aufzumischen. Commander, uns läuft die Zeit davon. Wenn wir den Wandler nicht bald stabilisieren, kehrt heute wohl niemand mehr zurück. Warte, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir gehen einfach mal hier nach vorne. Wir haben ja noch 3 Runden, um Himmels Willen. So, dann gehen wir hier an die Seite. Okay, alles klar. Gut, mit dir werden wir erstmal hier gehen. Drücke zu Zielkoordinaten vor. Nichts zu sehen, richtig, so wie es aussieht. Ja, deswegen würde ich sagen, wir gehen gleich mal weiter. So, und auch mit euch müssen wir was Produktives anfangen. Ich hätte gesagt, wir gehen erstmal hier an die linke Seite des Fahrzeugs. Mit Jane Kelly, immerhin müssen wir auch gucken. Das ist ein ideales Tankmanöver. Das ist ein ideales Tankmanöver. Das kann man mir nicht abschwänzig machen. So. Mit unserem McDonald würde ich sagen, gehen wir hier hin. Ja? Bewegung, Bewegung! 2 in der Mitte, 2 an der Flanke. Das sollte eigentlich mehr wie genug sein. Bin beeindruckt. So, ich würde sagen, hierher. Wechsle Position. Sieht immer noch nichts. Immer noch nichts. So, wir haben noch 2 Runden. Wir könnten aber auch direkt hierher gehen. Ich will es mal probieren. Was haben wir hier? Hacken. Versuche das Sicherheitssystem eines nahen Netzwerkzugangspunkts zu gehen. Versuche Verbindung herzustellen. Einblick. Forschungsdauer der aktuellen Technologie um 50% reduziert. Der Hackwert dieses Daten wird dauerhaft um 20 gesteigert. Chance 1%. Ich bleibe jetzt mal beim Einblick, ganz ehrlich. Weil 5%, 1%, ganz ehrlich, das ist eh beides Kacke. Also von daher, ja. Also auch wieder nur das erste Ziel erfüllt. Kein verstärkendes Attribut gewonnen. Na gut. Detonator entschärft, den Detonator dieses Geräts. Haben wir geschafft. Alle sind glücklich. Gut gemacht. Die Werte normalisieren sich. Nun, zumindest fast. Firebrand ist auf dem Weg, aber gehen Sie kein Risiko ein. Schalten Sie vor der Evakuierung alle verbleibenden Feinde im Gebiet aus. Kann ich versuchen. Also, passt auf. Schauen wir mal, was wir hier machen können. Sie ähneln den Sektoiden, auf die wir erstmals während der Invasion trafen. Aber ihre Genstruktur enthält nun auch menschliche DNA. Sie sind stärker denn je und ihr psionisches Potenzial ist noch höher. Heilige Scheiße. Ich nehme natürlich den mit der höchsten Trefferchance von gerade mal 52%. Andererseits eine Granate? Fragezeichen. Ist die Lösung vielleicht für maximal 2? Okay, also. Dann gehen wir mal hier in Deckung. Gehen auf... Nein, es sieht sogar was. Das ist... ein Insektoiden-Anführer. Leck mich am Arsch. Haben sogar die mittlerweile vorgesetzt, also direkte Vorgesetzte, nicht diesen Wischiwaschi. Ach du Scheiße. Okay, die nächste Beförderung verdient. Geht ja rucki zucki hier.
Wir bleiben erstmal, wir gehen auf den Feuerschussmodus. Ganz ehrlich, wenn wir jemanden sehen, dann wird erstmal gefeuert, dass sie die Balken biegen. Komm her, komm einfach nur her. Und du wirst es bitte bereuen. Sag ich doch. Legt alles um! Bin getroffen! Oh, shit. Kann mich nicht bewegen. Daneben! Was für ein Glück! Was für ein Stück Glück! Oh oh! Oh oh! Nein! Kritischer Treffer! Okay, jetzt bin aber erstmal ich dran, meine lieben Freunde. 49%, 47%. Ah, wartet mal ab. Du musst nachladen. Das ist ungünstig. Das ist ohne Frage ungünstig. Gott, was mache ich mit euch? Also, pass auf. Wir gehen erstmal hier nach vorne. Dann schnappen wir uns den mit 60%. Daneben! Oh! Ziel verfehlt. Das tut in der Seele weh. Den da hinten. Okay, wir schnappen uns, glaube ich, den da. Gut. Gut. Wenigstens etwas. Wir müssen nach vorne. Wir nehmen die. Also, ich nehme die halb hohe Deckung in der Hoffnung, dass folgender Plan gelingt. Commander verfehlt! Commander verfehlt! Hab kaum noch Munition! Ja, ich kann nur nachladen oder eine Granate werfen. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Oh, nee, die ist nicht. Oh. Okay. Dann schnapp ich ihn mir halt so. Granate! Ist mir egal. Ich nehm alles. Bam. Und weg damit. So, nachgeladen wird jetzt heute nicht. Das machen wir morgen. Was? Was machen wir? Oh. Fahrzeug fängt an zu brennen. Echt jetzt? Wow. Vorher. Auf die Flanken achten! Na, was macht der denn da? Wie kommt der denn da hin? Nicht drauf? Dann hab ich voll. Wir sind in Bewegung! Nee. Oh my goodness. Den hol ich hier. Jawohl! Ziel eliminiert! So muss das sein. Meines 1-5, Status bestätigt, Mission erfüllt. Verwundete Soldaten 2, getötete Soldaten 0. Ich liebe dieses Ergebnis. Benötige Runden 9, das ist mir wurscht. Energiewende bergen und wir haben das Ganze abgeschlossen. Wir haben hier stabilisiert. Wertung ausgezeichnet. Danke, liebe XCOM-Vorgesetzten. Nun, aber es wird noch schwieriger werden. Das hier war erst der Einstieg. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Rest der Geschichte und hoffentlich bist auch du mit dabei. Morgen ab Montag geht's dann täglich um, lass mich kurz überlegen, 14 Uhr war es, glaube ich, ne? 14 Uhr. Der 14 Uhr Slot wird von XCOM 2 belegt werden. Ja, was soll ich sagen? Trefferquote 70%, neuer Rekord. Durchschnittsschaden pro Angriff 3,73, neuer Rekord. Im Durchschnitt gehört Feinde pro Runde 0,78, das ist auch ein neuer Rekord. Aber es war ja auch erst unser erster Einsatz. Also von daher, herzlichen Glückwunsch an das Team. Und wir werden der Dinge haben, die da kommen.
Und ich glaube, man wird es uns nicht allzu einfach machen. Ich bin jetzt aber mal ruhig. Einige unserer Soldaten haben sich redlich verdiente Beförderungen erarbeitet, Commander. Und Shen wird vermutlich auch mit ihnen reden wollen. Okay, ich würde. Was haben wir denn hier? Grenadiere sind unsere Sprengstoffexperten. Sie setzen schwere Sprengkörper ein, wann und wo immer wir sie brauchen. Soldat befördert. Private Anna McDonald, Grenadier. Neue Fähigkeit erhalten, Granate abfeuern. Der Grenadier benutzt einen Granatenwerfer, um Granaten abzufeuern, statt sie zu werfen. Diese ermöglicht eine höhere Reichweite und Granatenkapazität. Yay! Okay, dann hätten wir das jetzt. Dann können wir weitermachen. Rekrut Jablonski. Spezialisten setzen auf dem Schlachtfeld Roboterdrohnen ein, die zu ihrer fortschrittlichsten Ausrüstung gehören. Diese können für den Kampf oder für medizinische Dienste ausgestattet werden. Private Rafal Jablonski. Spezialist. Neue Fähigkeit, Hörsprotokoll. Er befiehlt deinem Gremlin, sich zu einem verbündeten Ziel zu bewegen. Er gewährt diesem Ziel bis zum Beginn der nächsten Runde einen Bonus auf Verteidigung. Okay, gut. Herzlich willkommen im Team. Auch dir, Rekrut Wang. Der Sniper. Wir greifen unsere Scharfschützen feindliche Ziele aus enormer Distanz und mit tödlicher Präzision an. Für den Fall eines Zusammenstoßes im Nahkampf sind sie außerdem im... Sind sie außerdem was? Toll. So. Private Jihi Yang. Auf jeden Fall eine Frau. Entschuldigung, ich glaube, ich habe vorhin in der letzten Aufnahme, glaube ich, gesagt, könnte ein Mann sein. Es könnte ein männlicher Name sein. Ja, so kann man sich irren. So. Du kannst Feinde in Sichtweite eines Truppenmitglieds anvisieren, solange eine Sichtlinie zum Ziel besteht. Na gut, bitteschön. Geht doch. Das ist unser Startteam. Und man sieht hier schon die amerikanische Tendenz zu... Ja, man kennt es ja, ne? Die amerikanische Armee... Ihre Gefahren, die Gefahren, die sie gegenüberstehen, und dieses glorreiche Bild eines amerikanischen Soldaten. Ich weiß nicht, spürt ihr das bisher? Spürt ihr das bisher nicht? In der Berichte haben mehr drin als vielleicht notwendig? Na gut, machen wir auf jeden Fall mal weiter. Warum stehen sie alle nur herum? Sie. Bringen wir ihn rein. Commander, Achtung! Die ständige Belastung durch den Krieg kann selbst unsere besten Soldaten erschüttern. Sie werden sich wieder erholen, solange wir für ihre Gesundheit sorgen. Achtung! Darf ich jetzt? Dankeschön. Achtung, Soldat ist erschüttert. Private Anna McDonald, reduzierter Wille. Soldat mit reduziertem Willen sind anfällige für Panik- und Psy-Angriffe. Soldaten... Entschuldigung, ich habe gerade was Weißes gehabt. Soldaten mit reduziertem Willen... Blablabla, können sich erholen, indem sie an erfolgreichen Kampfeinsätzen teilnehmen und gesund bleiben. So, Technikabteilung. Ich gehe jetzt aber einfach mal zum Speichern über und sage... Och du meine Güte, was haben wir denn hier? Speichern neu. Bestätigen. Moment ganz kurz, jetzt muss ich mir das mal angucken. Speichern 4. Was hat der hier gemacht? Weltkarte 5.2. Ja, okay, passt. Nun, liebe Leute, ich sage hier Tschüss, wir sehen uns morgen und dann jeden Tag mit XCOM 2. Bis dann. Tschüssikowski. Ich danke fürs Zusehen.
danke fürs dabei sein. Macht's gut.